Jo, Leute, hier gibt's einen Ultis auf, das hab ich noch nicht gefilmt. Ich war noch eben kurz im Motorraum, mal gucken, aber hat nicht geklappt, ging irgendwie nicht. Ist kaputt. Ein alter Ultis Aufzug vom Baujahr 1990. Aber mein Aufzugfreund hat Emmy gesagt, dass hier irgendwo eine Schwindelungsvermutung gibt. Ich muss da genau sagen, ich habe hier nur einen Aufzug heute. Ich war heute nach Salzburg und ja, ich filme dort wieder Aufzüge. Ich übernachte dort bis Samstag. Geht, Bitte haben Sie Geduld. Achso, hat er Ansagen. Ach, Ansagen. Gut, wir sind ja dort. Ich will wieder keinen Ärger haben. Der Aufzug kann sich eben nicht runterschicken kann, warum das nicht geht. Ich weiß nicht. Also, da habe ich auch rumgekriegt, einen Satz mehr Aufzug nochmal. Aufzug filmen in aus der Trend, wo ich vor 2019 gefilmt habe. Muss ich irgendwie nochmal filmen, die Art runter und nochmal. Hoffentlich kann ich alles fürs Aufnehmen. Und am Sonntag soll ich wahrscheinlich mit meinem Freund. Wahrscheinlich. Soll ich nicht aufzufilmen. Ihr könnt den Sound mal einmal hören. Aber es ist zu. Von außen könnt ihr hier hören. Den Sound kann man sehen. Ich dachte, hier wäre ein Schwindelungszone oder sowas. Bei einer Ultis. Aber wo gibt es überhaupt eine Schwindelungszone? Ich glaube, hat falsch gedacht, dass es in die Völkerstraße gibt. Und der mein Aufzugfreund in seiner Aufzugskreis war ein Hydraulikaufzug stecken geblieben. In Datteln. Ja, von außen war der Hydraulikaufzug. Er ist einfach stecken geblieben im Erdgeschoss. Vor kurzem der Anzeige auf Erdgeschoss geschaltet hat, ist sich einfach auf einmal stecken geblieben. Ich glaube, die Hydraulik ist eben so eine Störung. Da müssen wir was reparieren. Oder sowas. Ich glaube, der Aufzug wird auch musiziert überall. In diesen Gegend, in diesen Wohngebäude, in Wohngelände. Ich bin in der Nähe von der Rutrecks, also nicht ganz Nähe von der Rutrecksstraße, sondern. Also ich bin in der Nähe von der, dieser, wo man Schlitten fährt. Ich glaube, ihr kennt es nicht. Aber naja, egal. Aber ich werde auf jeden Fall die Adresse hinschreiben. Und ja, Leute. Ich dachte, hier wäre, Schnitt und Sohn aufzu oder sowas. Ich dachte, das wäre hier oder. Aber leider Otis. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, hier überall in meinem zu Hause gibt es Otis und Schindler. Und Westner auch. Ich hab hier mal einen Westner-Aufzug gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. In Kreben-Meißen. In Johanneskirchner Straße gibt es einen Westner-Aufzug. Ach, mein schon wieder. Ach, mein Gott. Hallo. Ja, das ist. Bitte sehr. Danke. Ja, hallo Leute. Ich muss schon wieder leider warten, weil die Leute. Deswegen, ich stelle mir vor, wenn ich mit die Fangen hätte und sie werden mich fragen, was machen sie hier? Ich lasse mich nicht antworten. Soll ich immer immer aufsteigen, wenn ich aufzugeben, vor der Tür steht. Sonst steige ich jetzt immer aus. Er macht irgendwann. Ich wollte irgendwann so umsetzen, nur sitzt er durch auf den Mensch oder Schmied und Sohn. Der Aufzug ist pink. Der befindet sich in der Spirovstraße, glaube ich. 60 ist. Hier sagen sie nur 60, aber Spirovstraße 60. Ja, sind sie nicht mal da. Gut. Ich habe meine Tasche nicht dabei, Reban, ich habe nur meine Jacke. Hast du euch
reflektiert wird. So, jetzt habe ich es weggemacht. Jetzt habe ich diesen gute Kleber. Oder geklebt, aber da steht nichts. Ich werde ihn auch sehr gut behandeln. Ich werde gucken, wie er es dem Bild machen. Aber die Seite sagt, es bringt nichts. Ich würde empfehlen, am Fahrrad zu schauen und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Bleibt gesund. Hier, ey, bitte packen. Dann sehen, dass diese Taste kaputt ist. Ich muss das reparieren. Ja, dann ciao, Leute. Bleibt gesund. Hier, in der Spielhofstraße 60 befindet dieser Aufzug. Der Firma Otis. Ich schau mal kurz, ob irgendwas Neues steht und Berührungserzählen. Da steht momentan ja nichts Neues. Okay, das war schon bescheuert. Ich dachte, der wird jetzt, muss ich auch, wird auf einmal musiziert. Ist auch schon ziemlich alt. Aber irgendwo muss hier ein Mut, Schmiedungssohn-Aufzug geben. Aber irgendwo muss ein Schmiedungssohn, aber mein Kamera so scharf. Ja, dann schauen Leute. Bleibt gesund. Ihr Ende mit der Fang.